Peace out, Leute, was geht ab? Mein Name ist Astiacht und ich will euch heute mein Studio präsentieren. Leider kann ich euch nur dieses neue Studio präsentieren. Das Studio existiert nicht mehr, da wir einen Wasserschaden gehabt haben und da es nicht mehr möglich war, dass wir unten irgendwie Technik oder so hinstellen, da einfach nach der Zeit alles kaputt geworden wäre. Und darum habe ich mein Studio wieder in mein Kinderzimmer verlegt, in mein altes Zimmer. Ja, Mann, ihr seht schon im Hintergrund ein bisschen, hier seht ihr schon die Kopfhörer. Ich habe mir allerdings jetzt neue Kopfhörer bestellt. Die sind auf jeden Fall krass, Leute. Und darum freue ich mich auch umso mehr, dass ich jetzt nach langer Zeit jetzt wieder aufnehme und das auch mit neuen Kopfhörern, weil die anderen waren richtig gefickt. Was soll ich großartig erzählen? Ich habe zwei Mikrofone. Das eine, das SM7B, ist leider jetzt kaputt gegangen. Das hat irgendeine Störung, darum nehme ich gerade das Rode NT1. Als Interface habe ich das Motu M4 für die Leute, die auch mit Musik gerade anfangen, weil jeder Zweite macht auf einmal Musik. Kann ich das sehr empfehlen. Es ist in der Preisklasse von 400 bis 500 Euro, aber es ist wirklich zu empfehlen, bevor ihr euch jetzt irgendeins um 1000 nehmt. Das reicht komplett aus für Anfänger, Leute, glaubt mir. Dann habe ich hier halt meinen kleinen Stuhl, meinen Bildschirm, mein MacBook und ja, Mann. So entsteht meine Musik. Natürlich zwei Boxen. Die Boxen sind auch schon uralt, die habe ich von Logic. Die sind, glaube ich, jetzt schon, ich glaube, ich habe die Boxen jetzt schon 5 Jahre und ich habe sie, und die eine Box ist sogar kaputt. Ich befinde mich gerade im Schnitt von diesem Video und manchmal denke ich mir wirklich, ST, was laberst du? Ich habe manchmal so viel Sprachfehler, das ist Wahnsinn. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend es ist, Videos von mir zu schneiden. Ich muss jede Sekunde was rauscutten, weil ich mich tausendmal verrede. Das ist crazy, Mann. Aber jetzt geht's weiter, Leute. Ja, was soll ich sagen? Der Schreibtisch, also der Tisch, den habe ich noch von alten Studio unten hier raufgebracht. Den habe ich zusammengeschnitten, weil ich glaube, der hatte 5 Meter oder so. Weil wir hatten unten eine fette Fläche, hier haben 3 Leute arbeiten können. Dieses Bild, was ihr hier seht, zu diesem habe ich auch noch eine geile Geschichte. Das habe ich zu Weihnachten von meiner Freundin bekommen. Das ist auf jeden Fall krass, Leute. Warte, ich zeige es euch kurz. Dieses Bild ist krass, Leute. Guckt euch das an. Also so eine Freundin müsst ihr. So eine Freundin müsst ihr haben, Leute. Guckt euch dieses Bild an. Einfach Mini ST8 im Studio. Das sieht eigentlich wirklich 1:1 aus wie hier. Ein kleiner ST8 da, der sieht wirklich aus wie ich, muss man schon sagen. Ja, Mann, das hat sie auf jeden Fall mega gut getroffen. Und dieses Bild werde ich für immer in meinen Studios hängen haben. Alle Mann, Props Sally 8 reinschreiben. Zeige ich jetzt mal einen Track, den ich mit meiner Freundin gemeinsam gemacht habe. Der wird demnächst rauskommen, also bleibt dran, Leute. Ich präsentiere ihn euch jetzt. 1-0 bis zu 1-4, mach ich meine nur für dich und für mich, Baby. Du kennst mein Vibe, weil du schon wieder nicht bei mir bist. Und ich kill deinen, weil ich schon wieder mit Homies chill. Wir fallen wieder in den Alkohol, weil ich das brauche. Nach 10 Stunden aufnehmen und das ohne Pause. Am Wochenende nehme ich mir nur Zeit für dich. Nicht nur Zeit für mich, diese Zeit für mich. Hol dich ab, wir haben 4 Uhr morgens. Meine 4 Jordans, im Gepäck mit dabei. Wir fahren eine lange Zeit ist weg von dir. Damit du endlich kapierst, warum ich das alles hier mach, Babe. Hol dich ab, ja, um 4 Uhr morgens. Meine 4 Jordans, im Gepäck mit dabei. Ja, Mann, das war mal so ein Reingehöre. Das kann ich euch schon präsentieren, aber mehr seht ihr erst, wenn es rauskommt. Macht das bloß weg, Leute, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Als nächstes kommt dann nämlich eine fette Studio-Session with Sally 8. Da nehmen wir euch den ganzen Tag mit. Die ganzen Prozess, wie wir Musik aufnehmen, Leute, das werdet ihr auf jeden Fall erfahren, wenn ihr dran bleibt. Drum, macht das bloß weg, Leute. Gebt ein Like oder kommentiert. Mir scheißegal. Wenn euch der Content gefällt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Aber ja, ich kann euch nicht dazu zwingen. Ich mache seit 8 Jahren Musik. Es muss jetzt mal was werden, Leute. Das war's eigentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja, Mann, ich werde jetzt den nächsten Track recorden. Und morgen wird der nächste Vlog online kommen. Also bleibt dran, Leute. Ich küsse euch erst. Ciao, ciao.